dann können wir dann den Beitrag abfahren. Ja, abfahren. Hallo und herzlich willkommen beim Vortrag der Raspberry Pi als X2Go und RDP Sync Client mit dem X2Go TCE Image. Mein Name ist Stefan Bauer, ich bin der Geschäftsführer der Bauer ITCS UG Haftungsbeschränkt, aber ich bin auch der X2Go Projektkoordinator und, wenn nicht gerade eine Pandemie umgeht, auch der Eventplaner und der Lead Evangelist, also derjenige, der durch die Weltgeschichte reisen darf und überall herum erzählt, wie toll X2Go ist. Bevor ich euch aber erzähle, wie toll X2Go ist, sollte ich erstmal erklären, was ein Raspberry Pi ist, denn heute sind sicherlich einige Zuschauer dabei, die noch nichts mit dem Raspberry Pi zu tun hatten. Der Raspberry Pi ist ein Ein-Platinen-Computer im Scheckkartenformat. Er hat die wichtigsten Anschlüsse, die man auch vom PC kennt, nämlich USB für Tastatur, Maus, Drucker etc. und HDMI für den Bildschirm. Und er läuft mit Linux. Ganz neu ist der Raspberry Pi 400. Dort ist der ganze Computer in ein Tastaturgehäuse mit eingebaut, so wie es der eine oder andere vielleicht noch aus den 80er Jahren vom Commodore 64 oder diversen anderen Heimcomputern kennt. Ein großer Vorteil des Raspberry Pis ist, dass er deutlich günstiger als herkömmliche PCs ist. Die Startpackungen mit einem Pi 4 bzw. einem Pi 400 kosten jeweils so um die 100 Euro. Und er verbraucht auch deutlich weniger Strom. Im Normalfall bleibt er deutlich unter 15 Watt Leistungsaufnahme. Aber natürlich ist so eine kleine Kiste auch bei weitem nicht so leistungsfähig wie ein großer PC. Aktuell ist der Raspberry Pi in der vierten Generation verfügbar, dafür steht die 4 in Pi 4. Und diese vierte Generation wiederum ist ca. 40 Mal leistungsfähiger als die erste Generation des Pis, die im Jahr 2012, also vor 9 Jahren, auf den Markt kam. Aber eben immer noch langsamer als ein richtiger PC. Ich habe euch den eben erwähnten Commodore 64 zum Größenvergleich hier mal abgebildet. Dazu links darunter einen nackten Raspberry Pi 4. Wiederum darunter einen weiteren Pi 4 in einem gängigen Alugehäuse. Und rechts von den beiden den Pi 400, der wie der Commodore 64 eben komplett ins Tastaturgehäuse mit eingebaut ist. Günstig, kompakt, stromsparend und in den meisten Fällen auch noch lüfterlos nutzbar. Das macht die Raspberry Pis zu einem idealen Kandidaten für einen X2Go Sync Client, denn für diesen spielt die geringere Rechenleistung im Vergleich zum PC keine Rolle. Nach dieser kleinen Einführung zum Raspberry Pi kommen wir jetzt zum Thema, was ist X2Go? X2Go ist eine freie Remote Desktop und Remote Application Lösung. Frei bedeutet hier, sie ist kostenlos nutzbar, auch in Firmen, und man darf sie auch nach eigenem Geschmack anpassen. Wir schauen uns heute an, was man mit der kleinen Komponente von X2Go so alles machen kann, und zwar mit deren Linux-Version. Denn den X2Go Client gibt es nicht nur für Linux, sondern auch für Windows und für macOS. Den X2Go Client kann man nicht nur dazu verwenden, Verbindungen mit einem X2Go Server aufzubauen, sondern man kann ihn auch als grafisches Frontend, also als hübsche bunte Eingabemaske für die üblichen Anwendungen nutzen, die unter Linux zum Aufbau einer Verbindung zu einem Windows Remote Desktop genutzt werden. Diese sind nämlich Kommandozeilentools und daher von Haus aus nicht so benutzerfreundlich, vor allem nicht für Neulinge. Und praktischerweise funktioniert das mit der Linux-Version des X2Go Clients sogar ganz ohne einen X2Go Server, wenn man das haben will. Das macht es also interessant für Leute, die sich noch nicht ganz von Windows lossagen können oder wollen, denn nun können sie von einem kleinen, günstigen, leisen und stromsparenden Rechner aus auf ihren zentralen Windows Terminal Server zugreifen. Das werden wir uns nachher in der Demo auch noch kurz anschauen. Ein Hinweis noch zum X2Go Server: diesen gibt es nur für Linux, aber diese Einschränkung ist für den heutigen Vortrag nicht relevant. Denn wir zeigen nachher auch, wie man sich von einem X2Go Server unter Linux vollautomatisch auf Windows-Maschinen weiterhangeln kann. Jetzt fokussieren wir uns heute auf den Linux X2Go Client und die TCE, die Thin Client Edition. Was verbirgt sich dahinter? Nun, X2Go TCE ist ein standardisiertes, bootfähiges Image für diverse Bootmedien. Man baut dieses Image genau einmal, kann sich beliebig viele Kopien davon ziehen und damit ein ganzes Rudel Raspberry Pis starten, ohne sich erst bei jedem Pi lang um Installation und Einrichtung kümmern zu müssen. In der Basisversion der X2Go TCE, die wir uns heute anschauen, startet der X2Go Client sofort bildschirmfüllend. Das heißt, der Benutzer sieht nur die grafische Eingabemaske für Benutzername und Passwort und kommt nirgendwo mit einem für ihn vielleicht ungewohnten Betriebssystem in Berührung. Und
Bevor wir uns wieder dem Raspberry Pi zuwenden, noch der Hinweis, X2Go TCE funktioniert herstellerübergreifend. Bei den üblichen Zinn-Clients muss man dagegen alles von einem Hersteller erwerben. Es ist also kein Problem hier, Raspberry Pi X2Go Zinn-Clients mit PC-basierten X2Go Zinn-Clients zu mischen. Jetzt gibt es seit einem knappen Jahr unsere X2Go TCE auch für den Raspberry Pi und das ist der Anlass für diesen Vortrag. Grundsätzlich kann man sie auch auf einem Raspberry Pi 3B oder 3B Plus betreiben, aber ich empfehle eindeutig, den Pi 4 oder Pi 400 zu verwenden. Warum? Das erkläre ich gleich. Pi 4 und Pi 400 sind für den Rest des Vortrags synonym zu betrachten. Alles, was in dem Pi 4, wie hier beschrieben, funktioniert, funktioniert auch genauso auf dem Pi 400. Warum empfehle ich jetzt den Pi 4 bzw. den Pi 400? Ein Grund ist, dass erst mit dem Pi 4 alle Probleme rund um den Netzwerkboot, also den Start ohne jegliches lokales Speichermedium wie SD-Karte oder USB-Stick oder Festplatte behoben wurden. Der 3B Plus ist in der Hinsicht etwas besser als der normale 3B, da bei ihm nur noch zwei der bekannten Probleme weiter bestehen. Wer also übers Netzwerk booten will, der sollte definitiv die Finger von älteren Raspberry Pis lassen und gleich zum Pi 4 greifen. Wenn es gar nicht anders geht, dann wenigstens den 3B Plus und nicht den normalen 3B verwenden. Aber auch für den Start von SD-Karte oder USB ist der 4 die bessere Wahl. Auch der Pi 4 hat uns aber bei der Entwicklung und Erprobung einige Probleme und Schwierigkeiten gemacht. Der Raspberry Pi braucht für einige seiner Komponenten beim Start eine proprietäre Firmware. Unter anderem aber nicht nur für das WLAN. Und je nachdem, was jetzt beim Start genau fehlt, kann es dann sein, das WLAN tut nicht oder der Pi startet erst gar nicht. X2Go TCE verwendet im Hintergrund ein Debian-Paket namens LiveBuild. Aber dieses sieht den Bau von dem Raspberry Pi aktuell gar nicht vor. Die Firmware landet daher dort, wo in einer normalen, nicht Raspi-Installation die Firmware hingehört und damit startet der Raspi dann nicht. Wir mussten dem Programm also erstmal beibringen, die benötigten Dateien einzusammeln und an die richtige Stelle zu kopieren. Seither funktioniert's. Und was auch etwas enttäuschend war, das Image direkt auf dem Pi 4 erstellen zu lassen, das dauert recht lang und heizt den auch ordentlich auf. Also wer das nachmachen will, bitte nicht über Takten versuchen, ihr riskiert wirklich, dass das Ding durchglüht dabei. Wie vorhin im Vortrag zum Grenophon erwähnt, wer also vorher zugeschaut hat, schon kennt das jetzt schon, erwischt uns mit über 18 Monaten Verzögerung und auch bei den Raspberry Pis das Thema Lieferkette. Der Pi 4B mit 1 GB RAM wird deswegen neu aufgelegt, der war eigentlich schon abgekündigt. Der mit 2 GB wird teurer und knapp und genauso die Modelle mit 4 und 8 GB und der 3B Plus werden knapp. Der Pi 400, der scheint weniger von dieser Knappheit betroffen zu sein, vermutlich weil er sich nicht so gut für Embedded- und Bastelprojekte eignet und sein Innenleben halt auch nicht einfach für diese geflattert werden kann, weil die Platine darin komplett anders aufgebaut ist. Es gibt nun seit kurzem auch einen Pi Zero 2W, aber dieser kommt nur im allerhöchsten Notfall als Zinn-Client in Frage, wenn man dann diverse Adapterkabel und zusätzliche Peripherie wie ein USB-Hub braucht und trotzdem in der Leistung immer noch etwas unter der von einem Pi 3 liegen wird. Okay, kommen wir nun zum How-To. Wir haben die schmutzigen Tricks, die man braucht, um X2Go TCE auf dem Pi zum Laufen zu bekommen, mittlerweile in das offizielle Build-Skript integriert. Es reicht also aus, der Anleitung im Wiki zu folgen und die Parameter entsprechend zu setzen, um ein Image für den Pi zu bauen. Ein Problem bleibt. Wenn man versucht, Zeit zu sparen, indem man einen modernen, leistungsfähigen PC nimmt, um auf diesem das Image für den Pi zu bauen, geht das nicht schneller, sondern dauert grob doppelt so lang. Fast 50 Minuten auf dem PC, wo 25 Minuten auf dem Pi 4 reichen. Hier zum Vergleich die Zeiten. Oben der Pi 4 mit seinen 25 Minuten, darunter eine virtuelle Maschine auf einem relativ leistungsfähigen Laptop von Ende 2017, die im besten Fall 47 Minuten braucht. Warum ist das so? Das hat mit den verschiedenen Hardware-Plattformen oder auch Architekturen zu tun. X2Go TCE wurde für 32 und 64-Bit Prozessoren von Intel und AMD entwickelt, was man ebenso in einem normalen PC vorfindet. Vollständigkeit halber, vermutlich würde X2Go TCE auch ohne Anpassungen auf PowerPC 64 Hardware laufen, aber sowas wird aktuell in Client Hardware nicht verbaut. Es gibt lediglich ein Projekt, was seit Jahren an einem entsprechenden Notebook arbeitet. Und außerdem wäre das bezüglich eines Einsatzes als X2Go Zinn-Client einfach Verschwendung, weil PowerPC 64 Hardware ist extrem leistungsstark, aber auch entsprechend hochpreisig.
sowas im Wenn dann in seinem Server haben, aber nicht in seinem Client. Die Architektur, die im Raspberry Pi zum Einsatz kommt, die nennt sich ARM64 oder auch AArch64. Die findet man auch noch anderswo und dort würde das X2Go CCE-Image wahrscheinlich auch ohne die ganzen Anpassungen laufen, die wir vorgenommen haben. Aber es kommt halt niemand auf die Idee, an seinen Router oder seine Heizungssteuerung Buchsen für Tastatur, Maus, Bildschirm etc. anzulöten und damit sein Homeoffice aufzusetzen. Deswegen hat sich da wohl bisher auch keiner dafür interessiert. Interessant wurde ARM64 erst, als Raspberry Pi aufkam, weil dadurch wuchs das Interesse, X2Go-Client auf dem Pi betreiben zu können, um einen günstigen, leisen, kompakten und sparsamen Thin-Client zu haben. Leider gab es anfangs noch ein paar Fehler in dem genannten Live-Build-Paket, die den Bau und Betrieb auf dem Pi verunmöglichten, aber die sind mittlerweile alle gefixt, sodass es wirklich nur noch an der Firmware lag, die man an die richtige Stelle kopieren musste. Was ist jetzt ein Crossbuild? Programme, die für eine Architektur kompiliert wurden, die laufen nicht auf einer anderen Architektur. Man muss sie aus dem Quellcode neu kompilieren, für die jeweilige Architektur. Ein Linux für Intel bzw. AMD, das bedient sich zwar jetzt erstmal gleich wie ein Linux für ARM64, aber da müssen im Hintergrund andere Dinge passieren, um zum gleichen Ergebnis zu kommen. Man kann sich das etwa vorstellen, als ob der eine Rechner nur Englisch spricht und der andere nur Französisch. Ohne Übersetzung dazwischen kann das nicht funktionieren. Und genau das passiert beim Crossbuild. Man bringt einem der Rechner die Sprache des anderen bei, sinnvollerweise dem schnelleren die des langsameren. Aber, und das ist das Problem dabei, es bleibt halt langsam. Jemand, der eine Sprache nicht auf muttersprachlichem Niveau beherrscht, der wird eben immer einen Satz erst in seine Muttersprache übersetzen, statt ihn direkt zu verstehen. Und genauso geht der PC halt hier vor und das frisst Zeit. Ein relativ aufwendiger und damit zeitfressender Schritt ist das Zusammenpacken der ganzen Dateien vom X2Go ThinKline Image in ein großes Archiv. Das ist vergleichbar mit einer ZIP-Datei. Und der Trick, den wir jetzt anwenden, um das zu beschleunigen, ist, dass wir den PC an der Stelle, an der es in dieser Fremdsprache passieren würde, abpassen und ihm eine Anleitung in seiner Muttersprache unterjubeln. Das ist in etwa so, wie wenn man als Deutscher in Frankreich in den Supermarkt geht. Man sollte die Sprache so weit beherrschen, dass man das Personal hinreichend versteht, wenn es ans Kassieren geht. Aber beim Einpacken vom Kassenband in die Tüte muss man nicht auf Französisch darüber nachdenken, welchen Artikel man in welche Reihenfolge wohin packt. So, welchen Zeitgewinn haben wir dadurch jetzt? Schauen wir uns die Werte mal an. Oben nochmal die Bildzeit auf dem Raspberry Pi. Unten die Zeit in der Crossbuild-Umgebung und zwar einmal ohne und einmal mit unserem Trick. Mit dem Trick ist unsere Maschine aus dem Jahr 2017 nur noch grob eine halbe Minute langsamer als der Raspberry Pi mit seinen 25 Minuten. Eine moderne Maschine würde den Raspberry Pi 4 also vermutlich sogar mit dem Crossbuild überholen. Jetzt ist das ja ein High-Level-Vortrag und deswegen gehen wir heute nicht in die technischen Details, wie dieser Trick funktioniert. Wer sich dafür interessiert, kann sich über den YouTube-Link hier, das ist der QR-Code rechts, eine ältere Aufzeichnung dieses Vortrags anschauen, die mehr auf die Technik eingeht. Und für alle anderen, die einfach nur nach Rezept kochen wollen, um hinterher ein fertiges Image zu haben, für die ist der QR-Code links, beziehungsweise der Link ins X2Go-Wiki da, wo die Schritt-für-Schritt-Anleitung zu finden ist. Und wem selbst das noch zu kompliziert ist, natürlich gibt es auch kommerziellen Support für die Einrichtung und den Betrieb der X2Go TCE, dazu später mehr. Ein paar Probleme gibt es aber nach wie vor und ein kleines Ärgernis ist, dass die Sprach- und Tastatureinstellungen im Textmodus noch nicht übernommen werden. Hier müssen wir noch genauer nachforschen, woran das liegt. Das ist aber für den normalen User, der nur mit der grafischen Oberfläche arbeitet, nicht relevant. Dort tut das alles schon. Der Pi 3, der macht uns noch zusätzlich Probleme, da er ein speziell für ihn angepasstes Image braucht. Es ist also momentan nicht möglich, ein X2Go TCE-Image zu bauen, was sowohl auf dem Pi 3 wie auch auf dem Pi 4 funktioniert. Und der Startvorgang auf dem Pi 3 ist im Vergleich zum Pi 4 sehr träge. Es lohnt sich also wirklich, auf den Pi 4 oder Pi 400 zu setzen, wenn man die X2Go TCE nutzen will. Auf dem Pi 4 und Pi 400 wird leider der zweite Bildschirmausgang aktuell noch nicht erkannt. Und was wir in dem Pi-Image noch gar nicht getestet haben, das ist die Tonübertragung und sind die Druck- und Dateifreigaben. An den Stellen würde ich allerdings auch keine Probleme erwarten. Jetzt aber genug der Theorie, wir schauen uns nun die X2Go TCE in ein paar Demo-Videos an. Los geht es damit, dass wir den Raspberry Pi booten
Und zwar mit dem X2Go TCE-Image, was wir auf einem USB-Stick gespeichert haben. Wir filmen den Bootvorgang mit einer Webcam von einem echten Monitor ab, statt mit einem HDMI-Grabber zu arbeiten, damit man auch sieht, das ist nicht Fake, das ist kein Emulator, sondern das ist wirklich der Raspberry Pi 400, der da wackelt. Den Startvorgang könnte man übrigens auch mit ein paar hübschen, bunten, bildschirmfüllenden Logos versehen, denn natürlich lässt sich die TCE an diversen Stellen sowohl farblich als auch durch Logo-Einblendung auf die Corporate Identity des Unternehmens anpassen. Mir ist es für die Demo lieber, man sieht, was wirklich passiert, deswegen hier der Blick unter die Haube statt irgendwelcher Logos. Übrigens, der Pi 4 in der Variante mit 8 GB RAM überholt beim Bootvorgang sogar den Pi 400, den es nur mit 4 GB Hauptspeicher zu kaufen gibt, obwohl dieser die schnellere CPU hat, nämlich 1,8 statt 1,5 GHz. Vermutlich ist das Entpacken der RAM-Disk ins RAM hier der limitierende Faktor und der 8 GB RAM-Chip ist nicht nur größer, sondern auch schneller. Das macht reproduzierbar grob 20 Sekunden in der Startzeit aus. Die grafische Oberfläche startet. Und hier ist der Anmeldebildschirm des X2Go Clients. Als erstes loggen wir uns auf einer Linux-Maschine ein, also einem echten X2Go-Server. Dieser ist mittels Zwei-Faktor-Authentisierung geschützt, man muss also zusätzlich zu Benutzername und Passwort eine 6-stellige und sich immer wieder ändernde Zahl eingeben. Dafür kann man eine App wie Google Authenticator oder FreeOTP Plus auf dem Mobiltelefon nutzen, aber auch Hardware-Tokens wie RSA Secure ID werden unterstützt. Und zack, da ist auch schon unser Linux Remote Desktop zu sehen. An und für sich reagiert dieser Desktop recht flott. Im Office-Programm bemerkt man keine Verzögerung beim Tippen. Allerdings reagiert, wie wir gleich sehen werden, der Firefox-Browser teilweise etwas träge. Chrome übrigens auch. Performanter ist dagegen Pale Moon, den sehen wir hier links im Bild. Dort ist der Scrollvorgang deutlich flüssiger als in Firefox. Wenn man unbedingt auf Firefox und Chrome angewiesen ist und etwas mehr Bandbreite zur Verfügung hat, dann kann man stattdessen den neuen X2Go-Sitzungstyp K-Drive verwenden. Lasst mich eben diese Sitzung korrekt beenden und dann schauen wir uns eine K-Drive-Sitzung an.
Die Anmeldung funktioniert bei K-Drive genauso wie eben. Nach Eingabe von Benutzername und Passwort erscheint auch hier wieder die Abfrage des Tokencodes für die Zwei-Faktor-Authentisierung, bevor die Sitzung gestartet wird. Wir positionieren nun wieder Pale Moon und Firefox nebeneinander. Pale Moon links, Firefox rechts. Und wie man sieht, ist der Unterschied kaum noch spürbar. Teilweise ist Firefox nun sogar schneller. Jetzt sagt ihr euch vielleicht, alles schön und gut, aber was soll ich mit Linux? Ich bin auf Windows zwingend angewiesen. Nun, die X2Go TCE kann auch mit Windows Terminal Servern und deren RDP-Protokoll genutzt werden, wie wir gleich sehen werden. Und das sogar auf zwei verschiedene Arten. Die erste Variante ist die Nutzung der X2Go TCE im RDP Direct Modus. Wie ihr seht, erfolgt hier nur die Abfrage von Benutzername und Passwort. Deswegen solltet ihr diesen Modus nur im LAN verwenden oder wenn ihr eine separate VPN-Lösung im Einsatz habt. Das darf natürlich auch gern ein Voice-over-IP-Telefon mit einem angebauten VPN-Client und einem zweiten Ethernet-Port sein. Übrigens, was wir hier mit einem Windows-Server zeigen, funktioniert natürlich auch mit einem Windows 7, 10 oder 11 ab der Professional-Variante. Auch dort kann man einen RDP-Server aktivieren, eben nur für einen eingeloggten Benutzer und nicht für mehrere gleichzeitig. Der RDP Direct Modus ist in diesem Szenario interessant, weil er völlig ohne X2Go Server auskommt und weniger ressourcenintensiv ist. Denn hier spricht die X2Go TCE, wie der Name schon sagt, direkt mit dem Windows Server unter Verwendung des RDP Protokolls. Und auch hier seht ihr, dass die Performance mit einem lokalen Windows Desktop absolut vergleichbar ist, egal ob Office- oder Browsernutzung. Wenn ihr kein separates VPN benutzen wollt oder könnt, dann ist die zweite Variante, mit der X2Go TCE auf einen Windows Terminal Server zuzugreifen, für euch die richtige. Bei dieser Variante ist der X2Go Server dem Windows Terminal Server als grafischer Proxy vorgeschaltet. Er übernimmt die Kontrolle der Anmeldeberechtigung, wie man an der wieder aufploppenden Abfrage des zweiten Faktors sieht, und agiert auch als Protokollumsetzer von RDP auf eines unserer X2Go-Protokolle, entweder unser klassisches NX-Protokoll oder wie hier K-Drive. Mit dieser Lösung könnt ihr von überall her auf euren Windows Terminal Server oder Windows Professional PC in der Firma oder daheim zugreifen und erreicht dabei ein mit einer VPN-Lösung vergleichbares Schutzniveau. Je nach verfügbarer Bandbreite und Rechenleistung kann es sogar sein, dass dieser Ansatz performanter ist als eine native RDP-Verbindung über VPN, da er vermeidet, zwei verschlüsselnde Protokolle, RDP und VPN, ineinander zu kapseln. So, jetzt haben wir Theorie und Praxis dieses Vortrags erfolgreich hinter uns gebracht. Lasst mich auch hier die Sitzung noch schnell ordentlich beenden und euch danach noch ein paar Hinweise zu X2Go mit auf den Weg geben. Als erstes ein Hinweis auf unseren nächsten X2Go-Event, X2Go The Gathering 2021, der vermutlich ein reiner Online-Event werden wird. Der genaue Termin war zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch offen.
Sollten Sie noch irgendwelche neuen Erkenntnisse ergeben, etwa weitere Besonderheiten bezüglich der TCE auf dem Pi, oder wenn wir einen Fix für die Tastatur- und Spracheinstellungen in der Konsole gefunden haben, wird das in die kommenden Vorträge mit einfließen. Generell lohnt sich der regelmäßige Blick auf unsere Eventseite im Wiki, auch und gerade in Pandemiezeiten, weil sich eben doch das eine oder andere recht kurzfristig ergibt oder ändert. Als nächstes der Hinweis, X2Go lebt vom Mitmachen. Wir sind immer auf der Suche nach Helfern. X2Go kann immer zwei Dinge von euch brauchen, Zeit bzw. Know-how, auch von Nicht-Programmierern, oder Zuwendungen in Form von Geld, Hardware-Spenden oder Dienstleistungsaufträgen. X2Go ist ein Projekt der Open Remote Computing Association, kurz OKEV, und an diesen Verein kann man, da er als gemeinnützig anerkannt ist, auch Geld und Sachspenden leisten, die dann sich von der Steuer absetzen lassen. Oder, wer eine offizielle Rechnung lieber mag als eine Spendenbescheinigung, der kann auch eine der im Projekt vertretenen Firmen beauftragen, gegen Geld Dinge für X2Go zu tun, wie Fehler zu beheben, neue Features zu entwickeln oder die Dokumentation zu verbessern. Wer uns etwas spenden möchte, der kann das gerne über den OKEV tun. Momentan gibt es leider noch keine Website, auf der man direkt spenden könnte. Daher bitte Kontakt per Mail aufnehmen, wenn jemand das vorhat. Ansonsten die Firmenliste für kommerzielle Aufträge, die findet man im X2Go-Wiki. Der richtige Link ist etwas lang, daher dieser Umweg über den zugegebenermaßen etwas kryptisch aussehenden Kurzlink, also 0SPNN5 am Ende. Und zu guter Letzt, die initiale Portierung der X2Go TCE auf den Pi, die wurde übrigens von diesem Unternehmen hier gesponsert, GBGsoft aus Toronto, Kanada. Daher auch an dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an Andrew und Rick für diesen Auftrag. Damit sind wir am Ende des Vortrags angelangt. Ich bedanke mich für das Interesse und stehe natürlich auch im Anschluss noch für Fragen bereit.